Das ist die leckerste Fertigpizza, die es überhaupt gibt, in meiner Ansicht nach. Das ist diese Nudelpizza. Die ist so, 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 so lecker. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann probiert die echt mal. Ihr werdet so überrascht sein. Die ist saulecker. So, meine Nägel sind gemacht. Ich war jetzt gerade bei meiner Mutter kurz, habe ein paar Sachen abgegeben und dann gehe ich jetzt noch einkaufen und werde dann danach meine Nägel weitermachen. Allerdings werde ich das filmen, deswegen habe ich die jetzt einfach nur, ja, praktisch mit dem Gel einfach nur gelassen. Und da werde ich dann irgendwie so einen schönen, ja, Weihnachtslook irgendwie versuchen zu zaubern. Mal gucken. Und ja, dann werde ich vielleicht noch den Weihnachtsbaum heute schmücken. Ich werde euch auf jeden Fall dann mitnehmen. So, ich bin jetzt gerade im Lidl und die haben hier richtig coole Weihnachtsdeko. Unter anderem so cooles Washi-Tape, was ihr ja für Geschenkpapier und sowas dann noch benutzen könnt. Also richtig cool, schaut da gerne mal vorbei, das ist sehr interessant. So, ich bin gerade auf dem Weg im DM und zwar brauche ich ganz dringend meine Ovomaltine. Die ist nämlich leer und die gab es jetzt im Lidl nicht, deswegen gehe ich jetzt gerade zum DM und guck mal, was es noch so vielleicht Neues gibt. Hoffentlich nichts. Ellie ja schon vor ein paar Tagen gesehen und mir auch den Nagellack geholt, weil ich den so schön finde und ich habe mich so in diese Palette verliebt, habe sie aber extra nicht gekauft, weil es einfach, ja, keine Ahnung, ich habe so viele Sachen, aber ich nehme sie jetzt mit, weil ich denke da wirklich schon seit einer Woche drüber nach und die ist einfach so schön, deswegen, schaut mal, hier sind die Farben. Ich werde sie jetzt einfach mitnehmen, egal. Schaut mal, auch Essence hat eine neue LE, die echt schön ist, die Winter Wonderful LE, richtig schön. Ich glaube, da muss auch irgendwas mit. So, heute Abend gibt es Putenfleisch mit Kartoffelpüree und Buttergemüse. Und dazu mache ich jetzt, weil ich die so nicht lassen möchte, mache ich jetzt eine eigene Marinade. Das wird einfach so eine Paprika, ja, eine scharfe Paprika-Marinade. Die mache ich jetzt schnell fertig und zeige euch dann das Endergebnis. Ja, ich habe das Fleisch jetzt eingelegt in die Marinade, die ich jetzt gerade selber gemacht habe. Und werde es jetzt in den Kühlschrank stellen und das Ganze einfach bis heute Abend ziehen lassen. Generell sollte man es immer mindestens 3 Stunden ziehen lassen. Wenn es länger ist, natürlich umso besser. Oder über Nacht wäre natürlich ideal. Ja. So, ich habe jetzt hier aufgebaut und zwar für ein Schminkvideo. Ja, ich habe mir als Hintergrund meinen Schminktisch genommen und meinen Wäscheständer als Abstellmöglichkeit für meine ganzen Schminksachen. Und ich habe da jetzt so ein paar Sachen rausgesucht, womit ich jetzt einen Look schminken möchte. Habe hier schon alles aufgebaut, meine Kamera, und ich lege jetzt los. So, ich habe jetzt gerade zu Ende gedreht. Ich habe das allererste Exemba-Video gedreht und natürlich auch überhaupt das Intro praktisch, dieses Info-Video, dass ihr überhaupt Bescheid wisst, was denn ja mit diesen Exemba-Videos überhaupt gemeint ist. Und ich hoffe so sehr, dass es gut ankommen wird, dass euch das freuen wird. Weil für mich wird es wirklich nicht einfach sein, alle 2 Tage ein Video hochzuladen, das wird unglaublich werden. Also ich werde, glaube ich, nach diesem Monat einfach nur sagen so, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Woche Urlaub oder so, ich weiß auch nicht. Aber ich mache das sehr, sehr gerne. Ich habe super, super tolle Sachen geplant. Ich habe gestern Abend wirklich stundenlang gebrainstormt und geschaut und gemacht, was für Videos ich drehen kann, welche ich auch so mal drehen wollte und die gut in diese Winter-Weihnachts-Silvester-Serie reinpassen würden. Und ja, habe mir das dann aufgeschrieben, was ich alles so drehen möchte. Und ja, ich hoffe halt einfach sehr, dass euch das gefallen wird und mir auch fleißig natürlich unter meinen Videos schreiben könnt. Also auch hier in meinen Follow Me Rounds vor allen Dingen könnt ihr mir gerne drunter schreiben, was für Videos ihr diesen ganzen Monat noch sehen möchtet. Wenn ihr da irgendwelche speziellen Wünsche habt, könnt ihr mir das sehr, 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 sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn irgendwelche Kommentare natürlich öfter vorkommen, werde ich versuchen, dieses Video dann natürlich auch abzudrehen oder irgendwie diese Videovorschläge irgendwie in meine Videos mit einzubauen. Oder vielleicht haben wir natürlich die gleichen Ideen. Das wäre natürlich perfekt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Ich habe jetzt hier Chaos pur, wie man sehen kann. Ich muss jetzt hier erstmal alles wieder wegräumen, aufräumen. Wenn ich das gemacht habe, werde ich noch versuchen, ein bisschen zu dekorieren. Und dann werde ich noch mich ans Kochen begeben. Eine Freundin von mir kommt noch. Mal gucken, meine Schwester vielleicht auch. Und dann werden wir zusammen essen und noch einfach den Abend so zusammen verbringen. Und ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch später einfach das Essen, wenn es gekocht wurde. Ich war ja vorher noch im DM gewesen und wollte euch jetzt diese 3 Sachen mal zeigen, die so die interessantesten sind, die ich jetzt mal eingekauft habe. Und zwar einmal habe ich ja euch hier diese Winter Wonderful Kollektion, die neue, gezeigt von Essence. Die ist einfach so schön. Da habe ich mich für diese 2 Glitzernagellacke entschieden und ich finde die wahnsinnig schön. Die sind echt toll. Und ja, die Farben
sind, sind diese hier, einmal die 04 und einmal die 01. Aber da gibt es ja nur, ich glaube, 4 verschiedene Farben gab es da. Die sind so schön, ich finde die klasse. Und dann habe ich mir noch die Catrice-Palette geholt. Da habe ich schon wirklich vor über einer Woche mit geliebäugelt und hatte mir dann hier diesen Nagellack geholt. Den kann ich euch gerade mal zeigen. Der ist nämlich auch aus der Kollektion. Wo ist er denn? Hier oben. Der ist aus der gleichen Kollektion. Da ist nämlich alles in so Gold, Weiß-Gold gehalten. Und dieser Nagellack ist auch so, 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 so schön. Ich finde den klasse. Den habe ich ja euch im DM-Haul gezeigt. Der ist wirklich wunderschön. Und seitdem ich den geholt habe, habe ich praktisch mit diesem... ja, mit dieser Palette geliebäugelt, weil die echt so, so schön ist und so pigmentiert war. Und trotzdem habe ich gesagt, ach nee, komm, du hast so viele Paletten, die so Nude-Farben sind, lass es einfach mal. Und ja, ich konnte aber tatsächlich nicht aufhören, an diese Palette zu denken. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole sie trotzdem. Ich muss sie gerade mal aufkriegen hier. Moment. So, so sieht die Palette aus. Ich muss jetzt gerade mal ins schönere Licht gehen. Und wie ihr sehen könnt, sind da einfach so tolle Töne dabei. Matte Töne und ein paar schimmernde Töne einfach... Das sind die perfekten Töne, um einfach diese ganzen, ja, Winterlooks beziehungsweise auch so einen Glamour-Look. Hier ist ja so ein Gold- und ein dunkler Braunton dabei. Damit kann man einfach super Looks schminken und das ist, die sind so schön pigmentiert. Ich sag's euch, schaut euch diese Palette an. Die hat 7,95 € gekostet und ja, wie gesagt, ich habe viele ähnliche Paletten. Aber, und habe deswegen auch die ganze Zeit gedacht, nee, du musst sie dir nicht holen. Aber ich finde die einfach so schön. Und die Verpackung alleine, bitte schaut euch diese Verpackung an. Ist echt der absolute Hammer. Ja, und deswegen ist sie letzten Endes doch mitgekommen. Ich habe jetzt wirklich über eine Woche drüber nachgedacht. Aber ja, wenn ich so lange an eine Palette denke, dann muss ich sie mir holen, weil sonst, ja, hätte ich mich am Ende nur geärgert. Und ich habe jetzt den ganzen Abend diese Yankee Candle Kerze brennen lassen. Die Black Cherry, die ist so lecker und meine ganze Wohnung riecht mittlerweile danach. Und die ist jetzt wirklich, ich glaube, 2 Stunden lang hat die gebrannt und wie ihr seht, ist da einfach, ja, fast nichts abgebrannt. Das ist echt der Hammer. Ja, ich fange jetzt an, ein bisschen hier aufzuräumen. Die ganzen Sachen praktisch vom Filmen habe ich schon fast alles weggeräumt. Und ja, ich melde mich einfach später nochmal, wenn ich dann am Kochen bin. So, das ist jetzt das fertige Essen. Das sind meine Puten, die ich so eben in diese rote Soße eingelegt habe, die ich euch ja heute gezeigt hatte. Buttergemüse und Kartoffelpüree und ich lasse mir jetzt schmecken. So, ich habe mein Infovideo gerade schon geschnitten und es speichert gerade ab. Ich werde es dann gleich direkt hochladen. Hoffe, dass es jetzt nicht zu spät online kommt, beziehungsweise dass keine Fehler auftauchen. Und ja, ich koche hier nebenbei, beziehungsweise schaue ein bisschen Fernsehen. Das ist auch meine aktuelle Deko, die ich habe. Miami, hörst du bitte auf? Dankeschön. Also, ich weiß nicht, ist es bei euren Tieren auch so, beziehungsweise bei euren Katzen, dass die den Teppich manchmal als Kratzbaum missbrauchen, obwohl genug Kratzbäume in der Wohnung sind? Naja, auf jeden Fall, das ist mein Weihnachtskranz, den ich dieses Jahr gemacht habe. Den habe ich auch schon gepostet gehabt, beziehungsweise auf Snapchat habe ich gezeigt, wie ich den gemacht habe, weil ich habe den komplett selber gemacht. Das ist auch ein künstlicher, ja, wegen meinen Tieren einfach. Und den habe ich dann nochmal angesprayt mit diesem Schneespray. Ich finde das irgendwie total schön. Und ja, ansonsten habe ich die ganzen Sachen meistens, ja, von Kick, von Teddy, die Lichterkette zum Beispiel und diese ganzen kleinen Schneekügelchen und so weiter. Das habe ich halt alles so in kleinen Tütchen gekauft. Und den Kranz habe ich von Depot und diese Aufstecker, wo die Kerzen drauf sind, sind auch von Depot und die Kerzen sind vom Teddy auch. Ja, ansonsten habe ich hier noch diese Glasschachtel irgendwie gekauft. Sweet Home steht drauf und da habe ich meine Spekulatius-Kekse reingemacht und diese Schale hier, ich glaube, die hatte ich mal von Ikea, da habe ich momentan die Nüsse. Ja, ich weiß nicht, im Winter esse ich immer ganz gerne Nüsse in Kombination mal mit Mandarinen und ab und zu mal eine Schokolade. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und hier habe ich auch noch so ein paar Glitzersteine bzw. 3 kleine Mini-Teelichter, die aber in so einer, ja... Schneeflockenform kommen. Also richtig schön. Ich werde die auch nicht anzünden, glaube ich. Vielleicht ganz zum Schluss. So als Deko habe ich die jetzt einfach mal hier hingestellt. Und ja, das ist das, was ich aktuell habe. Und hier vorne habe ich auch noch so eine kleine Glasglocke. Die habe ich, glaube ich, beim Kick gekauft. Beim Teddy habe ich die gekauft. Die hat auch nur 4 € gekostet. Und da habe ich so ein paar Weihnachtsbaumkugeln reingemacht und noch so eine Leuchtkette, die so Schneebälle sind einfach. Das ist einfach eine Leuchtkette. Und die habe ich beim DM gekauft gehabt. Ja, das sind so die 2 Deko-Sachen, die ich jetzt gerade hier habe, weil weiter bin ich noch nicht gekommen. Und diese Stäbe, die ich hier neben dem Fernseher habe, die habe ich ja auch jetzt schon seit Jahren. Ich glaube, die habe ich damals aus dem Mömax gekauft, wenn ich mich nicht täusche, ja.
Ja, und morgen wird es dann mit der weiteren Deko einfach mal weitergehen. Morgen oder übermorgen spätestens. Ich muss mal gucken, wie ich mit dem Schneiden vorankomme, mit dem Videodrehen. Das ist natürlich das Wichtigere, was ich jetzt die nächsten 4 Wochen zu tun habe. So, jetzt wird erstmal gefrühstückt und ja, gibt alles so, was das Herz begehrt. Und das sind meine, falls ihr euch fragt, was das ist, das sind meine Rühreier, die ich immer mache, dann aber total fest werden lasse. Also so eine Art Omelette im Prinzip, ja. So, jetzt gibt es Mittagessen. Im Prinzip Reste von gestern. Beziehungsweise das Fleisch ist nochmal frisch gemacht. Das Buttergemüse ist allerdings von gestern. Ein bisschen Brot und einen gemischten Salat. Lecker, lecker, lecker. So, ich bin jetzt mit meiner Schwester und mit meiner Mutter noch unterwegs. Wir fahren zu einem Schwimmbad, soweit wir es wissen. Das ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester. Allerdings haben wir jetzt gerade alle Urlaub und deswegen können wir es jetzt gerade nutzen, dass wir praktisch alle zusammen dahin fahren. Und wir wissen auch gar nicht genau, wo es hingeht und was genau passieren wird. Das ist von meiner Schwester halt alles so eine Überraschung. Und ja, ich werde es euch versuchen, vielleicht zu zeigen, wenn ich mein Handy mitnehme. Ansonsten werde ich mich auf jeden Fall danach melden. Tschüss. So, wir haben gerade erfahren, dass die Fahrt tatsächlich 1 Stunde 20 Minuten dauert. Total verrückt und übertrieben. Mal schauen, wo wir ankommen. Die verschleppt uns wahrscheinlich gerade. Und ich bin hier aber nebenbei fleißig am Video schneiden. So, wir sind jetzt angekommen. Ich habe keine Ahnung. Sieht sehr creepy aus, dieses Gebäude. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, meine Schwester verrät immer noch nichts. Ja, wenn wir drinnen sind oder wenn ich mal weiß, wo wir hier gerade gelandet sind nach 1,5 Stunden Fahrt, dann sage ich euch Bescheid. So, ist das Innenleben. Oh, ich liebe, kennt ihr diesen Schwimmbadgeruch, wenn man reinkommt? Gibt es schon mal einen riesen Shop. Braucht man nicht. Blumen. Palmenparadies steht da oben. Vitaltherme. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Winter Wonderland. Mama, das machen wir alles später. Ah, hier sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Mal gucken. Also es gibt ein Palmenparadies, ein normales Schwimmbad und hier sind dann verschiedene Eingänge. Wir haben jetzt hier Palmenparadies 3000. Da hinten gibt es noch Vitalbad mit Sauna und wir gehen jetzt hier gerade ins Palmenparadies. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe echt keine Ahnung. Maike, wie heißt denn jetzt dieses Schwimmbad hier? Badewelt, was? Badewelt Sinsheim. Therme und Badewelt Sinsheim. Oh. Ja. Das ist schön. Wollen wir einfach unsere Decken hier jetzt hin tun? Voll schön. Auch die Decke, alles richtig schön beleuchtet, so wie so ein Sternenhimmel. Richtig, richtig geil. Sehr schön. Meine Schwester hat uns gerade noch hier so Hugos besorgt und ich werde auch gleich hier ins Blubberbad gehen. Und ich kann hier leider nicht so viel filmen, weil hier Film verboten ist. Deswegen, ich mache das gerade alles ein bisschen heimlich. Was ich euch noch zeigen wollte, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, und zwar ist die Bar, wo wir unsere Getränke geholt haben, im Wasser drin und man kann da schön sitzen. Die geht noch viel weiter um die Ecke, also richtig schön. So, hier stehen unsere Getränke und da hinten ist die Bar. Jetzt sieht man so ein klitzekleines bisschen besser. Maike. Ja, Hugo trinken wir schön. Und oh Gott, es sieht so schön aus, Leute. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Ich werde euch auf jeden Fall den Link unten reinsetzen. Ist echt richtig, richtig toll hier. Richtig schön. Mal entspannen, ein bisschen Urlaub. Nein. Und die Decke auch, alles voller so Sterne. Das sieht so toll aus hier. Richtig, richtig klasse. Wie gesagt, da links ist eine Infobox. Geil.
wir sind jetzt aus dem Bad draußen. Ich werde euch auf jeden Fall, ich habe mir extra hier so ein Prospekt mitgenommen, da steht die Adresse drauf. Ich werde euch das alles mal in die Infobox verlinken, weil es lohnt sich wirklich. Es war richtig, richtig schön gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe euch ja so ein bisschen ein paar Bilder eingeblendet, so als ersten Eindruck. Aber da gab es noch viel mehr Bäder, so Salzbäder und Seelenbäder und was weiß ich, was noch alles. Also richtig, richtig schön, kann ich nur empfehlen. Das ist eigentlich ein super Weihnachtsgeschenk. Ich finde das richtig, richtig gut. Also fand ich voll süß von meiner Schwester. Und da haben wir jetzt wirklich einen schönen Tag mit meiner Mama zusammen verlebt. Also war schön gewesen. Danke, Sister Act. Danke, Sister Act. Schön.